Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gemeinsames Interesse von uns allen, nicht nur von uns hier im Landtag, sollte sein, dass wir ein flächendeckendes, gut qualifiziertes, gut ausgebautes Gesundheitswesen, eine Gesundheitsversorgung im stationären und ambulanten Kontext haben. Alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, auch diejenigen ohne Krankenversicherungsschutz, an die möchte ich auch besonders denken, brauchen vor Ort gute Lotsinnen und Lotsen durch das Gesundheitssystem, und das sind die allgemeinen Mediziner und Medizinerinnen. Danke schön. Aber wie schaffen wir es, mehr Angehörige dieser Berufsgruppe gerade in den ländlichen Raum zu locken? Es liegt jetzt der Vorschlag der SPD für die Landarztquote vor. Schwarz-Grün war ja in der Anhörung auch sehr interessiert. Sie haben ja auch gesagt, Sie möchten Sie auch die Landarztquote und daraus lernen. Allerdings sehen wir nicht die Lösung darin. Es ist auch nicht der große Entwurf für eine Lösung der Probleme, die wir im ländlichen Raum mit der ärztlichen Versorgung haben. Ich denke, wir können es uns nicht so leicht machen und sagen, es gibt einen Punkt, an dem wir den Schalter drehen wir um, und dann haben wir das Problem gelöst, sondern es gibt ein strukturelles Problem. Und das strukturelle Problem heißt ungleichzeitige Entwicklung in Hessen. Stadt und Land haben sich auseinanderentwickelt, und ich glaube auch, und natürlich auch noch Veränderungen, Entwicklungen im Gesundheitswesen. Und wir müssen uns das Ding schon mal ein bisschen grundsätzlicher angucken, bevor wir meinen, an einer Stelle einen großen Wurf entwickeln zu können. Aus unserer Sicht, aus Sicht der LINKEN, sind es vier Punkte, die eigentlich dafür sorgen könnten und sorgen sollten, dass wir eben diese hausärztliche oder allgemeinmedizinische Versorgung im ländlichen Bereich verbessern können. Der erste Punkt ist mehr Studienplätze für Medizin und eine größere Bedeutung des der Allgemeinmedizin im Studium. Ich denke, dass mehr Studienplätze, dazu ist auch schon etwas gesagt worden, das wurde häufiger gefordert, die sind teuer, und deswegen möchte man sie möglichst vermeiden. Aber ich glaube, wir werden so oder so nicht drum herum kommen, dass wir mehr Medizinerinnen und Mediziner ausbilden. Aber jetzt auch die hessischen Universitäten haben in der Anhörung ja deutlich ein gutes Konzept, ein kleines, ausgeklügeltes Programm vorgestellt, wie mehr Studierende dafür gewonnen werden können, Allgemeinmedizin im Studium als Schwerpunkt zu wählen und sich für diese Fachrichtung zu entscheiden. Und dafür, wie der Anzuhörende der Goethe-Universität in der Anhörung gesagt hat, ich zitiere, brauchen Sie ausreichende und langfristig sichergestellte finanzielle Mittel, die nicht aus dem Hessischen Hochschulpakt entnommen werden dürfen. Und ehrlich gesagt bin ich aus der heutigen Debatte immer noch nicht schlau geworden. Ich habe noch nicht gehört, dass diese Mittel den Universitäten zur Verfügung gestellt werden. Ich habe gedacht, eigentlich bei den Beträgen dürfte es sich eher um Peanuts handeln. Das müsste kein Problem sein, aber ich hoffe, dass der Minister dazu etwas Substanzielles beitragen kann. Der zweite Punkt, der für uns wichtig ist, das wurde auch schon einmal kurz angesprochen, die Auswahl der Studierenden. Die Anhörung hat mir deutlich gemacht, und auch weitere Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten haben mich darin bestätigt, dass die Auswahl der Studierenden nicht so erfolgt, wie es notwendig und sinnvoll wäre. Es geht nicht um die Einzelkandidatinnen, sondern um Menschen, die mit Menschen zu tun haben wollen und dafür sorgen, dass Menschen rundum gesund bleiben oder auch wieder gesund werden können. Und da muss in den Universitäten wesentlich mehr Zeit für intensive Auswahlgespräche vorhanden sein. Und hier ist das Land gefordert, den Universitäten diese Möglichkeit zu geben und dies auch voranzutreiben. Ich denke, diesen Masterplan 2020 wirklich in seiner sinnvollen Weise auszuführen, daran brauchen die Universitäten mehr Unterstützung. So, der dritte Punkt, der für uns wichtig ist, ist, wir brauchen mehr und bessere ausgebaute Gesundheitszentren. Wir haben ja bisher kaum welche in Hessen. Junge Ärztinnen und Ärzte, und das denke ich, ist in der Anhörung noch einmal ganz deutlich geworden, die wollen nicht mehr rund um die Uhr als Landarzt, als Landärztin tätig werden. Einigen wird es ja schon genügen, wenn sie auf dem Land arbeiten und dann in der Stadt wohnen dürften. Aber sie wollen meist angestellt tätig werden. Und ich denke, wir
Das ist auch logisch. Wenn Studierende nach dem Studium fertig sind, in ihre erste Praxis gehen, nach ihrer Fachausbildung in die erste Praxis gehen, sind sie mit allen Themen, die das Leben so mit sich bringt, gefordert. Sie sind mit allem konfrontiert, was an Krankheiten, Gesundheiten, was alles, was damit zu tun hat. Und ich denke, es ist ganz logisch, dass Sie Kolleginnen und Kollegen zum Austausch brauchen. Und es sind halt keine Lonesome Rider mehr, wie früher der Landarzt, die Landärztin. Es gibt ja noch so ein paar Fernsehsendungen. Das sind auch oft Frauen, die sagen, nein, ich brauche eine feste Arbeitszeit. Oder auch Männer, die sagen, ich brauche eine feste Arbeitszeit, weil ich will auch noch Familie haben. Ich will mich nicht nur in meiner Landarztpraxis verillustrieren. Und ich denke, es ist deutlich, dass wir sehen hier, Sie sehen einen Umbruch eines ehemals freien Berufes zu einem Beruf im Angestelltenverhältnis. Das fällt vielen schwer, sich davon von alten Bildern zu lösen. Aber man muss es doch auch mal zur Kenntnis nehmen, dass sich da etwas verändert. Und deshalb, um auch die Versorgung auf dem Land zu verbessern, brauchen wir mehr interdisziplinäre Gesundheitszentren. Gesundheitszentren, wo mehrere Ärztinnen aus verschiedenen Fachrichtungen, wo Physiotherapeutinnen, wo Psychologinnen, wo Pflege, wo alles, was notwendig ist im ländlichen Bereich, auch zusammen angeboten werden kann und die Patientinnen und Patienten dort gut versorgt werden und auch die Hilfe bekommen, wo ihre Anliegen am besten am besten behandelt werden können. Und das ist nicht nur eines pro Kreis im Gießkannenprinzip. Ich gehe mal hier durch und jeder darf mal gucken. Jeder, der sich jetzt gerade meldet, kriegt vielleicht mal ein bisschen Unterstützung für ein Gesundheitszentrum, sondern wirklich als richtige Orientierung des Landes, das mit solchen natürlich nicht kommerziell arbeitenden Institutionen, also das heißt es, die Kommunen oder kommunale Kliniken, am liebsten wäre es mir so wie in anderen Ländern wie in Dänemark, dass solche, dass die von der öffentlichen Hand solche Zentren gegründet werden und auch hier auch entsprechende Unterstützung erhalten. Das wäre für die Versorgung der Menschen, gerade im ländlichen Bereich, eine sinnvolle und erfolgversprechende Herangehensweise. Und es würde den Interessen der jungen Ärztinnen und Ärzte auch entsprechen. Und der vierte Punkt. Herr Pürsün hat es ja schon einmal angesprochen. Ich habe mich gewundert, warum bisher noch keiner dazu etwas gesagt hat. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt auch wieder erzählt bekomme, wie schön es in Hessen auf dem Land ist. Aber das Landleben hat ja nicht nur tolle Vorteile. Ich wohne auch selbst in der ländlichen Gemeinde mit 13.000 Einwohnerinnen. Und ich weiß auch, dass es den Bahnhof nur im Nachbarort gibt. Und da bin ich ja schon privilegiert, dass ich die Chance habe, im Nachbarort einen Bahnhof zu finden, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ich habe ja meine Sommertour durch vier südhessische Landkreise und eine Stadt gemacht. Und das Thema war das Thema Verkehrswende, und die ist bitter nötig, das sage ich Ihnen. Im Odenwald ist 19 Uhr die letzte Möglichkeit, um mit dem Bus nach Hause zu kommen. Und wenn Sie das sich überlegen, was das bedeutet, wenn Sie Ärztinnen und Ärzte haben z.B. auch Kinder, auch heranwachsende Kinder, auch welche, die noch nicht alt genug sind, einen Führerschein zu machen. Was heißt das? Einer der Familie muss ständig den Jugendlichen durch die Gegend fahren. Das ist ja absolut nicht möglich und nicht mit einer Berufsvollzeit, Berufstätigkeit zu vereinbaren. Arbeitsplätze für Angehörige sind Mangelware. Und wie ich im Odenwald einen Jugendlichen gefragt habe, was es denn da so an Kulturangeboten gibt, und ihm erst einmal nur das Elfenbeinmuseum eingefallen ist, ist mir auch nichts mehr eingefallen. Denn das alles ist. Na, danke. Wir haben in Südhessen ganz viele stillgelegte Bahnstrecken und viele, viele Bahnen, die wirklich mit einem ganz komplexen Prinzip durchfahren werden müssen. Die Kindertagesbetreuung ist ein Problem. Die muss die Arbeitszeiten abdecken. Und was ist, wenn das Kind in die Schule kommt und nach der siebten Stunde wieder abgeholt werden muss, weil dann kein Bus mehr fährt? Ja, das ist lustig als Ärztin. Wie will ich das organisieren? Das Problem ist, wir brauchen
in allen diesen Punkten. Wir brauchen natürlich eine ordentliche Politik fürs Land, aber wir brauchen auch einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik. Und das Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren, gerade im stationären Bereich, zu einer hochprofitablen Einnahmequelle für private Konzerne entwickelt. Und auch die kommunalen Kliniken sind gezwungen, völlig unsinnige Prozesse mitzuziehen. Frau Kollegin Böhm, Sie müssten zum Ende kommen. Ja, danke schön. Und da gerät auch der ambulante Sektor unter die Räder, obwohl er eigentlich heute eine große Blüte bekommen hätte. Und ich denke, wir brauchen ein umfassendes Gesundheitskonzept. Das erwarte ich von der Landesregierung und eine ordentliche Planung im Gesundheitswesen. Das wäre das, was ich eigentlich erwarte und nicht kein Klein-Klein. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin.